Ja, was ist hier los? Aber hier, was ist hier los? Ja, das redet schon wieder. Riesengroße Pfützen haben mich hier auf meinem Weg überrascht. Viel, viel, viel Wasser gekriegt die letzte Nacht. Und das wird noch mehr. Wir hatten gerade schon ein vorgezogenes Baumeeting, Gewerkemeeting, dass wir nur das Nötigste machen wollen jetzt oder müssen und können und dürfen. Und weil sonst fahren wir uns die Flächen ganz kaputt. Viele Einfahrten sind schon kaputt gefahren. Glücklicherweise ist Wochenende, es wird nicht viel angeliefert. Das heißt, die Gewerke, die hier sind, verbauen ihr Material. Und dafür versuchen wir so wenig wie möglich mit schwerem Gerät zu fahren. Mhm. Was wir aber auch noch machen können, was halt heute Morgen auf ist, wo wir beide gleich mal hinfahren, ist zum Check-in. Mhm. Und können schon mal einchecken. Check-in-check. Check-in-check und unser Band abholen. Ja, das ist gut. Weil auch da ist ja unser Essen drauf gebucht, sonst kriegen wir nichts zu essen. Macht uns das Wetter gerade im Moment so ein bisschen Sorgen? Naja, also es soll noch mehr Regen geben. Also bis wann bleibt das 30, so? 30 Liter auf dem Quadratmeter, das ist schon nicht wenig. Also wir haben es schon hier gehabt, aber man muss da nicht zwingend fahren. Also mit schwerem Gerät, weil wir fahren uns dann wirklich viel kaputt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir haben zwar im Hintergrund solche Sachen wie Hackschnitzel, um nachher Einfahrten auch wieder nachzubessern etc. Und das lassen wir jetzt auch schon anliefern. Aber wir müssen das ja nicht unbedingt mit Krampf machen, sondern wir versuchen so wenig zu fahren wie möglich. Du machst noch ein bisschen Büro, ich hole mir ein Heißgetränk, eine Regenjacke. Regenjacke wäre gut. Dann treffen wir uns gleich vorne in der Production Area. Die ist ja schick geworden. Unsere Quietschotter-Ecke. Ja. Guten Morgen, Arne. Moin, Harry. Arne, wie viele Kilometer haben wir denn an Glasfaser, die du reinziehst? 5 Kilometer. Das ist das Riddle-Netzwerk für das VOA 23. Ton, das Licht, Video, Kommunikation. Hab ich noch was vergessen? Internet. Und Cashless Payment machen wir auch damit. Cashless Payment machen wir darüber. Und natürlich wieder redundant. Redundant. Ganz gut. Das ist das Zauberwort, Redundanz. So Männer, ich hau wieder ab, ich muss zu viele, wir müssen zum Check-in-Check. Tschüss! Here we go, guck mal, die Sonne kommt wieder durch. Ja, Gott sei Dank. Dann können wir jetzt. Wir brauchen Sonne und Wind. Ja, Markus brauchen wir auch. Guten Morgen, Markus. Morgen. Ups, hab schon gesehen, beim Bühnenbau ist schon wieder ordentlich Alarm. Ja. Trax. Ja. Der mag das ja gerne ein bisschen wärmer. Mal sehen, ob ich ihm Gefallen tun kann. So, Wohlfühlatmosphäre für Fiete basteln. Kann man da schon was? Oh ja. Mit wie viel Personal seid ihr da nachher? Also wir vom offiziellen Rettungsdienst mit Einsatzleitung haben wir gestern 280 Leute haben wir im Moment auf der Liste. Nicht alle zeitgleich, aber über die ganze Woche verteilt sind wir mit 280 Leuten hier. Mhm. Und viele Kräfte des Ehrenamtes, die uns hier im Rahmen der ersten, sozusagen der Einsatzleitung auch unterstützen. Dafür muss man aber auch, das muss man immer wieder sagen, den Hut ziehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass es uns gut geht. Oder falls wir ein Problem haben, jemand da ist, der uns hilft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da kann man sich gar nicht oft genug für bedanken. Roger, danke schön. Okay. Viel Spaß noch auf dem Holy Ground heute und die nächsten 3 Wochen. So ein richtiges Wohlfühlauto. War ein bisschen warm, oder? Grüß dich, Frau! Hey, komm her! Alles gut! Alles gut, oder? Erstmal ein Heißgetränk, oder? Mach mal erstmal ein Heißgetränk! Alles klar, bis später! Schnorchelauto! Was ist denn jetzt los? Bin ich im System? Das muss ich mal rauskriegen. Ich war noch nie im System. Nee, deswegen. Wir haben jetzt eingecheckt. Wir dürfen uns jetzt offiziell in Wacken bewegen. Jawohl! Samstag, der 22. Juli, ein erster Blick ins Infield. An der Bühne wird fleißig weiter abgeladen. Hier sind schon riesengroße Pfützen. Es hat heute Nacht nämlich unglaublich geregnet. Da oben sind die Jungs vom Wasser, die ziehen jetzt die Leitungen rein. Die sind am Fräsen heute. Die können die Sachen auch reintreten. Die Wasserleitung schwimmt wieder hoch, das ist das Problem. Oh, hier ist glitschig. Wir sind
sind inzwischen in Gribbum angekommen und schauen mal, ob das Wasser, das auf dem Gelände in diese Richtung fließen soll, hier auch ankommt. Fide ist schon im Graben verschwunden. Es fließt. Es fließt. Das ist gut. 2000 Liter in der Stunde, 2 Kubik, fließen hier schon weg. Jetzt kriegen wir die Flächen auch wieder trocken. Ankunft in der Produktion. Hast du den Kuchen mitgenommen? Einen von beiden, den anderen habe ich schon drin. Fides Frau hat Kuchen gebacken für uns. Zwei sogar. Dankeschön, Anja. Für unsere Gang, die ohne uns in Mailand sind. Schöne Grüße aus Wacken. Rain or shine. Heute ist Rain. Big Rain. Gestern über den Tag wurden noch so einige Trucks hier entladen. Material für die großen Bühnen. Hallo TomTom. Lakritze biegen? Ja, schon wieder. Den Kollegen schon mal aushelfen, dass wir die Seitenflügel von den Bühnen quasi mit Strom versorgen. Damit die nicht unter der Bühne durchtauchen müssen. Wie denn da? Nein. Du hier! Na klar! Wir spülen jetzt nochmal die Leerrohre mit einer Hochdruckdüse und saugen beim Zurückziehen der Düse das gleich mit auf, das Spülwasser. Und dann haben wir danach picobello saubere Leerrohre. Fupp, fupp, hurra! Ja, ja! Meistens! Ja. Fupp ist der Experte für Absaugen und Spülen! Das sollte man meinen, ja. Ankunft an der Lauda Stage. Hallo Steffen. Hallo Harry. Guten Morgen. Einen wunderschönen. Okay. Was habt ihr denn hier gebuddelt? Hey, das hat ja Sven Ole gebuddelt. Wenn ich ihr sage, meine ich Sven Ole und Steffen. Graben für die Bierpipeline, für die Leerrohre. Fidi, ich bleib hier. Okay. Ist gerade so schön sonnig und trocken. Heute denkt er mal an mich. Meistens lässt er mich irgendwo einfach zurück. Grünkohl? Es ist so, solange der Diebstahl nicht aufgeklärt ist, von meiner Banane und der Tafel Schokolade, gibt es sowieso gar keinen Grünkohl. Ich habe eine Tafel Schokolade hier, möchtest du die haben? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch ums Prinzip, dass man mir nicht morgens eine Tafel Schokolade schenkt und nachmittags wieder wegnimmt.